Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mal wieder einen DM-Haul, weil ich im Moment einfach nicht so viel Zeit habe und ich ja eh immer im DM einkaufen gehe und dann kann ich euch die Sachen ja auch einfach schnell zeigen. Ich habe sehr viele Videoideen, die ein bisschen anspruchsvoller sind vielleicht auch und die werde ich dann nach meiner Prüfung auch anfangen umzusetzen. Momentan seid mir echt nicht böse, aber es geht halt einfach nicht. Ja, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem DM-Haul. Ja. Diese Zeit ist ja immer Geschenkset-Zeit und da setzt mein Gehirn einfach komplett aus. Ja? Von einem habe ich die Packung nicht mehr, aber ich denke, das macht nichts. Hier einmal mit Packung und zwar die Zuckerschnute. Als es so gehypt war und jetzt, wo sich das alle so sehr wieder gewünscht hatten. Also damals habe ich es überhaupt nicht mitbekommen. Da war ich noch nicht so der Drogeriefreak, würde ich mal so sagen. Ja, auf jeden Fall sind da drei Sachen drin. Einmal ein Body Soufflé, ein Duschgel und eine Badekugel. Finde ich sehr cool. Die Zusammenstellung auch eigentlich. Nur blöd für die, die keine Badewanne haben natürlich. Das Duschgel. Ja, es riecht eigentlich alles relativ gleich. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Und auch dieses Body Soufflé ist halt einfach irgendeine Bodylotion. Und riecht natürlich auch sehr gut. Und halt. Na, ich gehe da rein. Und halt die Badekugel. Da bin ich auch sehr gespannt. Die muss ich demnächst echt mal benutzen. Ja, das habe ich mir mitgenommen und weil dieser Duft einfach so gehypt war. Aber ich kann es nachvollziehen, ich finde den Duft auch gut. Erinnert mich sehr, ich habe jetzt gerade nichts hier, an diese Bodylotion, diese 20 Jahre Balea Bodylotion mit Zitrone und Vanille. Und das ist ja auch so ein Duft, ne? Zitroniger, frischer Duft und ich bin ja mega der Fan von diesem Duft gewesen, von dieser Bodylotion. Deswegen ist auch das mein ein großer Favorit von mir. Ja, dann musste ich natürlich auch, weil ich die Balea Luxury Serie so toll finde, auch die lilane Variante mitnehmen. Ich hatte mir damals, da gab es so ein pinkes Geschenkset, das habe ich mir auch mitgenommen. Da habe ich sogar momentan das Duschgel in Gebrauch. Ich glaube, der Rest. Ne, die Seife habe ich schon auch gebraucht und da war noch eine Handcreme drin, die habe ich noch nicht benutzt. Ja, da ist diesmal dabei eine Verwöhndusche, eine Handpflege Peeling 2 in 1 und ein Body- und Massageöl. Ja, also dieser Duft, am Anfang dachte ich so, weil das ist mit einer Note von Iris und Vanille. Bei der Iris dachte ich so, Vanille ist ja irgendwie fast immer dabei, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Na, hier riecht man jetzt nicht so viel, ich rieche mal im Duschgel im Moment. Da riecht man vielleicht mehr dran. Es erinnert mich an irgendwas anderes. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Also wie gesagt, ich ärgere mich nicht, dass ich es gekauft habe oder so, weil ich diese Sachen eh ganz toll finde. Und übrigens, Balea, falls ihr dieses Video guckt, bringt bitte von der goldenen Edition auch eine Bodylotion raus. Ja, es gab von der roten eine Bodylotion und von der goldenen natürlich nur so ein komisches Glitzeröl, das niemand braucht. Bitte eine Bodylotion. Das wäre so geil. Ich habe auch eine Freundin, ganz viele Grüße übrigens, liebe Kadi, der ist auch Kadi, die auch auf diese goldene Serie steht. Ich habe sie sehr damit angesteckt und sie wird auch unbedingt eine Bodylotion haben, ja? Und wir kaufen den Laden leer, also bitte, mach eine goldene Bodylotion. Ja, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Jetzt, wo ich am Öl rieche, ich habe so ein Bodyöl, so ein Cellulite-Bodyöl, aber es pflegt halt ganz gut, deswegen kaufe ich das. Von Edeka ist es, glaube ich. Und genau so riecht das und es riecht eigentlich echt ganz gut. Ja, also ich finde es ganz cool. Ich glaube, es hat 5, 6, 7 Euro gekostet. Ich kann es euch leider nicht mehr sagen. Aber die Preise stehen ja eigentlich immer mit dran, wenn ihr das kaufen wollt. 5,95, 6 Euro, ja. Und da habe ich das mitgenommen. Ja, was ich noch für ein Geschenkset mitgenommen habe, aber wo ich die Packung nicht mehr habe, ist dieses diese Alverde Geschenkset. Hat auch 5 Euro gekostet, 4,95 glaube ich. Ja, also ich habe es mir grundsätzlich gekauft wegen der Körperbutter. Ich bin ja ein sehr großer Fan von der Alverde Körperbutter. Es gab aber die ganze Zeit nur diese Sorte Nuss und die finde ich ganz schlimm.
ich weiß nicht, nach einer Woche kann ich es einfach nicht mehr riechen und möchte es in die Tonne schmeißen. Und da habe ich mich ja damals so gefreut, als es dieses Vintage Rose gab. Ich bin zwar auch nicht so der Rosenfan, aber das war mehr so ein pudriger Duft, deswegen fand ich den gut. Und jetzt habe ich so Hände hoch, yeah, gemacht quasi, als dieses Set jetzt rauskam. Und also das ist der Duft von Cranberry Macadamia. Es riecht so geil. Weil es riecht so fruchtig, aber dann auch irgendwie so ein bisschen gedämpft durch die Macadamia. Und es riecht so gut. Oh, es riecht so mega gut. Ja, also da haben sie meinen Geschmack getroffen. Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass es hier diese Body Butter im Set gibt. Deswegen habe ich gar nicht richtig gelesen, was es für eine Sorte ist. Und habe es einfach gekauft. Ja, und da ist noch ein Handölbalsam mit dabei. Riecht halt natürlich genauso. Und da ich den Duft mag und Alverde eigentlich ganz gut finde, finde ich auch die Handcreme gut. Und die Bodybutter kann ich euch für trockene Haut sehr, sehr ans Herz legen. Ja, dann hatte ich mir das Rexona Cotton Dry Dry and Fresh Deo gekauft, weil ich mal was anderes haben wollte als Dusch das, so vom Duft her. Ich möchte mich daran nicht satt riechen, weil ich das so gut finde. Und das riecht so sehr nach frisch gewaschen, nach frisch einfach so. Und das finde ich echt ganz gut für zwischendurch. Und ja, fand ich vom Halt her auch bisher ganz gut. Dann muss ich mir noch ein Duschgel kaufen. Langsam platzt wirklich mein Duschgel-Körbchen. Und zwar, das habe ich schon länger gesehen und dann habe ich dran gerochen und dachte mir, okay, irgendwann nimmst du dir das mit, sonst bereust du es. Und zwar von Kneipp, die Aromapflege-Dusche in der Sonder-Edition. Ich, einzigartig, mit Sandelholz-Karamon. Die hier habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oh mein Gott, Leute, das ist mein Winterduft. Ich glaube, die kostet relativ viel für ein Duschgel. Ich glaube, 3 Euro oder so. Aber es riecht so gut. Oh mein Gott. Es ist einfach mein Weihnachtsduft. Oh, das riecht so gut. Ich muss mir 100 Backups kaufen, ja, wieder. Und dann wird wieder alles platzen bei mir. Aber es riecht so geil. Also, falls ihr so Winterdüfte mögt, so riecht. Es riecht einfach richtig geil nach Zimt, nach Kardamom, nach... Geil einfach. Meine Dusche. Ja, dann habe ich mir noch was Neues. Also, ja, neu schon, ja. Von Balea, eine Limited Edition Rasiergel Sweet Mandarin. Mit dem Duft von Mandarine und Mandel. Fand ich irgendwie auch sehr ansprechend. So die Verpackung, so irgendwie schön herbstlich. Und ich habe es auch schon mal benutzt in der Dusche, aber leider finde ich den Duft ganz schön enttäuschend. Also ich habe es mir viel süßlicher vorgestellt irgendwie. Das sieht auch schön aus hier, ne? Also es riecht schon lecker. Ich habe es mir halt anders vorgestellt. Jetzt finde ich es natürlich auch gut vom Duft, aber ich habe es mir halt einfach anders vorgestellt. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist nicht schlecht. Also, wenn ihr so süßliche... Aber es ist halt nicht ganz so krass süß. Vielleicht dann für die meisten besser sogar. Die jetzt nicht so oft krass süß stehen wie ich. Also schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Und die Rasiergele von Balea finde ich sowieso immer gut. Dann so ein ähnlicher Duft wie das Duschgel. Auch von Kneipp Badekristalle Sonderedition Besinnlichkeit. Die gibt es aber, glaube ich, jedes Jahr. Die gibt es auch als Flasche. Aber ich wollte jetzt nicht die ganze Flasche kaufen, weil bis das wieder leer ist, nehme ich mir lieber das mit. Und zwar Vanille, Nelke, Orange und Mandel. Gemütliche Geborgenheit spüren. Hier ist leider kein Tester dran, soweit ich das weiß. Ich glaube, bei Kneipp ist nie ein Tester. Aber ich habe an der großen Flasche gerochen und fand den Duft mega geil. Ist auch wieder so ein geiler Dingsduft wie von Dresdner Essence, diese Winterbart. Ähnlich, aber anders ein Tick, ne? Aber mega, deswegen musste das unbedingt mit und ich freue mich schon sehr darauf, damit zu baden. Dann, Leute, bin ich natürlich ausgerastet bei dieser Balea Pflegecreme, diese kleinen, ja? Die orangene Sorte. Oh mein Gott, dieser Duft. Ich bin schon wieder dem Duft verfallen, ja? Es ist so schlimm mit meinen Düften immer. Aber ich liebe einfach gut riechende Sachen. Und deswegen auch mal mit meinen Duftkerzen und so. Oh, es riecht einfach so geil nach Orange, so Grapefruit, so frisch, so. Orange ist einfach mein Duft. Es riecht so gut. Also ich habe mir noch 2 Backups gekauft. Vielleicht kaufe ich mir auch noch mehr Backups. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich finde die wirklich mega gut. Und ich finde, es ist ein Herbstduft. Ich finde, es ist ein Herbst-Winterduft. Es sieht nicht so danach aus, aber ich finde das Döschen auch total süß. Man kann es auch vielleicht aufbewahren und irgendwas anderes benutzen dann nachher. Und ich finde es einfach geil. Und es ist übrigens auch auf der 20 Jahre Balea Edition. War mir nicht bewusst. Ist mir erst letztens aufgefallen. Und riecht einfach hammermäßig. Dann habe ich mir noch ein Badesalz nachgekauft. Und zwar die Limited Edition Deine Kuschelzeit von TTZept. Das ist Fruchtpunsch. Das hat mein Freund benutzt. Und ich war dann halt auch im Bad und habe es gerochen.
Und dieser Duft war so geil. Ich habe es mir gar nicht so gut vorgestellt, dass ich mir dachte, okay, den kaufst du dir nochmal für dich. Oh, es riecht so richtig extrem fruchtig, aber man denkt so richtig an Herbst in dem Moment. Also es ist herbstlich fruchtig. Also ich finde, es kann sommerlich fruchtig riechen und aber auch herbstlich fruchtig. Wisst ihr, was ich meine? Klingt ein bisschen blöd. Aber ja, und es ist mega. Also es schäumt auch gut. Der Duft bleibt auch. Der verfliegt nicht so schnell. Und ja, falls ihr so Düfte mögt, dann habe ich mir ein Shampoo gekauft, wo ich jetzt schon sagen kann, dass es ein Fehlgriff ist. Und zwar von Averde, das Anti-Schuppen-Shampoo Heilerde. Also das Zeug sieht doch aus wie Heilerde. Und ich habe bestimmt schon so viel gebraucht für einmal Haare waschen, weil bis irgendwie ich das Gefühl hatte, meine kompletten Haare werden auch sauber davon, hatte ich halt schon so viel davon benutzt. Danach waren meine Haare ganz komisch, schon beim Ausspülen habe ich das gemerkt, dass ich dann hinterher, also ich benutze selten Conditioner und da habe ich noch einen Conditioner hinterher genommen. Und dann waren die Haare natürlich auch okay, aber ob es jetzt so richtig gegen Schuppen und juckende Kopfhaut hilft, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Also ich werde es jetzt halt notgedrungen aufbrauchen, aber nicht empfehlenswert. Dann habe ich etwas aus der, habe ich hier noch mehr davon stehen? Ich habe manchmal auf dem Tisch ein paar Nagellacke stehen, wo ich mir die Finger lackiere. Einen habe ich, den kann ich euch schon mal zeigen. Und zwar die Mary Berry Limited Edition von Essence. Die Lippenstifte haben mich jetzt nicht so überzeugt, weil das ist nicht so die Überfarben waren irgendwie, aber der Highlighter, oh mein Gott, habt ihr diesen Highlighter gesehen? Der ist so schön. Jetzt hat er dieses Sternmuster, was ich sowieso schon sehr schön finde. Ist übrigens die Farbe I Love My Golden Pumps. Gibt aber auch nur diese eine Farbe und es ist, wenn man das aufträgt als Highlighter, auch ein super Ton. Es ist super für einen Alltag geeignet, es lässt sich perfekt verblenden. Es schimmert so ganz leicht Champagnerton. Ihr seht jetzt bestimmt gar nichts. Und sieht mega schön aus. Also falls ihr einen schönen Highlighter braucht, sucht, kann ich euch den sehr, sehr empfehlen. Und was mich natürlich sehr angetan hat auch, sind die Nagellacke. Das ist jetzt hier die Farbe 04 Red Rocks. Ich habe den mir noch in dem lila Ton, ist es glaube ich, gekauft. Und den goldenen Topcoat habe ich mir gekauft. Weil diese Fläschchen einfach so süß sind. Es erinnert mich an diese eine L.E. von Catrice. Wie hieß sie denn nochmal? Ihr wisst, was ich meine, oder? Da war es so ähnlich, nur der Deckel war halt weiß. Aber es ist halt beides Cosnova. Ja, das muss man denen natürlich vergeben. Ja, und da habe ich mir das mitgenommen. Noch, wie gesagt, in zwei weiteren Farben. Ich bin halt ein Verpackungsopfer. Aber es ist halt Buch auch einfach zu schön. Dann habe ich noch zugeschlagen in der... Wie hieß sie denn? Steht wahrscheinlich drauf, sollte vielleicht drauf mal lesen. Fabulous Beauty Gala LE von P2. Und zwar habe ich einmal die Farbe von den Nagellacken. 20 Alluring Black und 40 Desirable Blue. Das ist einmal ein sehr dunkles, ich habe schon getragen. Es ist eher ein Schwarz, würde ich sagen, mit Glitzer. Und hier so ein dunkles Lila-Blau mit Glitzer. Gefällt mir wirklich gut. Jetzt habe ich Depp natürlich die Lidschattenpalette vergessen. Ich habe mir davon noch eine 3er Lidschattenpalette gekauft. Mit diesen Khaki-Grüntönen, auch sehr schön, lässt sich auch perfekt verblenden, hält auch gut auf dem Auge. Und einen Lipgloss habe ich mir mitgenommen, wo mir auch aufgefallen ist, dass das aus der damaligen LE A Night to Remember, heißt so. Die Lipglosse sahen damals ganz genauso aus, habe ich auch ein Bild gepostet bei Instagram als Vergleich, falls ihr das mal sehen wollt. Mein Name auf Instagram ist auch Kadi Galaktisch. Und ja, genau. Und das habe ich mal miteinander verglichen und die hat mich generell so ein bisschen daran erinnert, weil es halt auch so glamourmäßig war und ich liebe ja sowas mit Glitzerlacken und hier und da. Und schöne Verpackung, ich Verpackungsopfer, ja. Und deswegen durfte das dann auch mit. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Deko eingekauft, weil ja bald wirklich echt Weihnachten vor der Tür steht oder so langsam die Adventszeit. Und da habe ich ein bisschen was eingekauft für ein Adventskranz schon mal so im Voraus, weil die Sachen sind halt wirklich schnell weg, ja, vor allem diese großen Kerzen. Ja, und zwar habe ich einmal eine große Kerze in so einem Champagner-Glitzer, da sind so Streifen drauf, ich weiß nicht, erkennt ihr das? Die hat gekostet, muss ich gleich mal gucken. Und das ist so die größte davon, die ist halt so ein Champagnerton und glitzert so. Also ich mag ja Gold-, Rot-Brauntöne gerne im Dings, zur Weihnachtszeit, so. 3,25 € haben die gekostet. Ich finde es so teuer für so eine blöde Kerze. Dann so rum. Die ist dann eine Nummer kleiner. Die ist braun und hat auch diese Rillen und glitzert auch. Die hat gekostet 2,95 €. Ist halt dieser Braunton.
Die habe ich halt zweimal, ne? Ich brauche ja 4 Kerzen. Und dann nochmal eine kleine für 2,75. Auch wieder in diesem Champagnerton. Und ich fand, das hat gut zusammengepasst, so farblich. Deswegen habe ich mir das mitgenommen. Dann habe ich mir, weil ich mache dann so einen Teller, also ich habe eine Zeit lang mir so wirklich einen Kranz gemacht. Aber es war irgendwie ein bisschen altmodisch, wie ich das gemacht habe, so vom Stil her. Und deswegen mache ich das so nicht mehr. Jetzt habe ich so einen Teller, das hatte ich letztes Jahr auch und das hat mir gut gefallen. Da habe ich mir jetzt nochmal so Tannenzapfen mitgenommen, die so bestreut sind mit Gold und Glitzer. Und das gefällt mir echt gut. Die lege ich, verstreue ich dann so drumherum auf dem Teller. Und nochmal so Orangen-Früchtemix soll es sein, genau. Mit Limetten und so weiter und Orangen und Äpfeln und so weiter ist alles dabei. Finde ich, sieht immer schön aus. Und meistens riechen die sogar dann nochmal ein bisschen. Und sowas finde ich immer cool. Sieht irgendwie so natürlich aus und nicht so künstlich und das finde ich immer schön. Und genau, das habe ich mir mitgenommen für 3,95. Kann man für so eine Riesenpackung echt nehmen. Ja, was ich mir dann als einziges noch mitgenommen habe, ist der Paprika Cashew Aufstrich von Alnatura. Den liebe ich, den benutze ich schon lang. Vor allem seit ich momentan darauf, also versuche, nur einmal die Woche Fleisch zu essen. Ich habe nämlich jeden Tag Fleisch gegessen und ich möchte das einfach reduzieren, weil ich halt gern Fleisch esse. Ich möchte da auch nicht ganz drauf verzichten, aber einschränken finde ich ganz gut. Und ja, ich habe natürlich immer Wurst auf dem Brot gegessen, es musste was anderes her. Deswegen Paprika-Cashew-Aufstrich. Was ich auch sehr gerne esse, ist so Avocado und Tomate und so, ja. Schmeckt schon echt gut. Ja, ich habe was vergessen. 2 Sachen. Einmal habe ich meinem Freund das Otto Kern Signature Parfüm mitgenommen, weil es war so ein neuer Aufsteller mit neuen Parfüms und so und die schnuppern dann manchmal gerne so ein bisschen dran. Und dann habe ich das gesehen und ich schnupper natürlich dann auch an den männlichen Sachen und habe dran gerochen. Und das ist so ein Duft, so ein frischer, so ein schöner Duft einfach. Ich kann es kaum beschreiben, aber es ist so ein frischer Duft, so ein frisch gewaschener Duft irgendwie. Und sowas wollte ich schon immer für meinen Freund immer kaufen, dieses Parfüm. Ich habe das schon oft so an Männern so beim Vorbeigehen so gerochen und dachte mir so, ach, der Duft, der ist geil. Und ich habe nie einen so einen Duft gefunden und der ist so einer. Und oh mein Gott, der riecht so gut. Und deswegen musste ich die meinem Freund mitnehmen. Das ist jetzt die kleinere Variante für 8,95 und meinem Freund gefällt es Gott sei Dank auch. Und ja, jetzt wird er das tragen und ich rieche schon durch. Oh, es ist wirklich, also für mich ist es ein Mega-Duft. Ja, dann habe ich leider die Verpackung nicht mehr, aber ich zeige euch das mal so. Das ist von Airwick, eine Kerze, die kostet 4,95 Euro. Und ich erkläre euch mal dieses Ding hier unten. Das ist ja wie so ein Tablett hier unten. Und da ist ein Gel drin und das Gel riecht so schon. Also es riecht man hier im ganzen Raum auch und es riecht richtig lecker angenehm. Das ist, das war der Duft irgendwie irgendwas mit Holz, Orange, Kaminholz, Orange sowas. Und oben ist halt ganz normal eine Kerze und ich finde die Form auch irgendwie interessant, der Kerze. Und es ist auch mal eine gute Idee, finde ich. Und ich mache die gleich mal an, mal gucken, ob das dann noch intensiver wird. Aber ich finde es total cool, weil kalte Düfte natürlich nochmal viel anders riechen, als wenn man sie dann anmacht mit Feuer. Ja klar, mit was denn sonst? Ihr wisst schon, was ich meine. So, und ja, wie gesagt, ist hier unten halt dieses Gel. Und ja, und oben halt die Kerze. Da gibt es noch Omas Backstube bisher und da weiß ich nicht, wie es riecht, aber ich denke, es wird, weil das riecht auch sehr intensiv und sehr gut, also wird das andere auch gut riechen. Falls euch das also interessiert, schaut es euch gerne an. Mich hat es mega interessiert. Ich habe es beim Wohnprinzen gesehen hier auf YouTube. Der steht ja auch total auf Duftkerzen und ja, dann habe ich es gleich mal nachgekauft. Ja, dann war das mein DM-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, denke ich, dass ich demnächst wieder ein bisschen Normalität mehr in meine Videos und wieder öfter und so weiter und auch wieder Previews. Und ja, also ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!